Acta non verba bedeutet so viel wie nicht nur die Goschen aufreißen, sondern auch etwas machen. Und zwar, das sind tschechische Messer, Acta non verba Messer. Und ich will dir einfach einmal zeigen, was die so können und sowieso und überhaupt. Und wenn dich das irgendwie interessiert, bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraft der La Falde Lopoté. Hinter mir, da sind Kühe. Und wenn du die Moon hörst, hat alles seine Richtigkeit, gehört einfach so dazu. Aber zurück zum Thema Acta non verba. Das Unternehmen sitzt in Prag in der Tschechischen Republik, hat mich angeschrieben, weil wir uns auf der IWA 2022 getroffen haben und haben gesagt, Rainer, willst du mal ein paar Messer testen? Und das mache ich sehr gerne. Ich stelle dir heute drei unterschiedliche Typen vor. Ein eher bushcraftiges Messer, dann ein EDC-Messer, das Z100. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Teil. Ich möchte hinzufügen, alles made in Czech Republic. Also nichts China oder so irgendwie, sondern wirklich alles aus der Europäischen Union. Und dann eben dieses nette Teil hier, hat mir einfach auch extrem gut gefallen aufgrund des Designs. Das ist das M311, so ein Militärmesser. Gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen, aber das soll gar nicht der Punkt sein. Was mich bei diesen Messern einfach gleich auf der IWA 2022 angesprochen hat, das war, das kommt alles aus der Europäischen Union. Nichts aus China, nichts aus Asien, nur Europäische Union, ganz konkret aus Tschechien. Und schöne Scheiden mit dabei. Auch hier, da haben sie ein eigenes Patent drauf. Hier hinten, schau mal her. Du kannst natürlich ein Techlock montieren, wenn du das magst. Musst du aber nicht. So, da muss man das ein bisschen runterziehen. Und dann geht diese Schlaufe auf. Sind jetzt hier zwei Schlaufen vorgesehen. So. Die sind Molle-kompatibel, natürlich auch für den Gürtel. Kann man also auch auf der Weste, also es ist eher so ein bisschen ein militärischer Bereich. Also nicht, dass das jetzt alles Militärmesser wären, das hier zum Beispiel überhaupt nicht, ja, und auch andere Messertypen, aber es hat ein bisschen einen Hauch ins Militärische. Ist das schlecht? Nein, ist es nicht. Auch das hier kommt alles, sogar die Schrauben, wie ich mir sagen habe lassen, alles aus der Europäischen Union, respektive aus, ja, Tschechien. Tschechien hat ja insgesamt, ja, eine sehr lange Tradition, die, wenn ich mich in den Geschichtsunterricht erinnern kann, bis ins Mittelalter zurückreicht, nämlich als Waffenschmiede für die Habsburger und dann, ja, sowas und überhaupt, aber soll so sein. Sehr, sehr schönes Messer hier jetzt, ja, sehr, sehr schönes, dieses P300 ist meiner Meinung nach ein sehr nettes Bushcraft-Messer. Ich habe kein einziges Mal geschnitten, das ist jetzt das erste Mal hier jetzt live. Und ich kann da gleich eines sagen, das ist ein grausiger, dieses Mal ist es nicht die Esche, sondern dieses Mal ist es die Buche. Wenn du das noch nicht kennst, oben beim i-Klicken am Messerkanal, da mache ich immer meine Tests und ein Test ist mit dem grindigen Eschenstab, aber ich kann dir nur eines sagen, also das Ding, also das ist wirklich, also überrascht mich sehr, sehr positiv. Überrascht mich wirklich positiv. Das geht durch dieses Buchenteil und das ist hart. Durch wie Butter. Echt schön. Auch vom gesamten Design, diesen Swatch, dann hier die Oberfläche. Ich glaube, dass das da der Spiegel ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ist auch etwas anderes, ein bisschen stonewashed und in eine andere Richtung. Sehr, sehr nett, liegt gut in der Hand. Ich finde, es gibt keine Stelle, die irgendwie unangenehm wäre. Sehr fein. Ich werde dieses Messer am Messerkanal, wie gesagt, oben bei mir klicken, wenn du den noch nicht kennst, wirklich einmal auseinandernehmen und so richtig hart rannehmen. Also, das taugt mir mal. Also dieses P300 habe ich mir ausgesucht. Ich durfte mir drei Messer aussuchen, weil ich gesagt habe, das ist so ein Bushcraft Outdoor Survival Messer. Gut, dann wollen wir ein bisschen in die EDC, in den EDC-Bereich gehen. Aber warte, bevor wir das noch tun, interessiert mich noch eines. Und zwar könnte man die K4 Reini Rossmann Universal Feuerstahlhalterung hier montieren. Lass mich das noch kurz checken. Ja, geht sie aus, aber dann muss man hier aufmachen. Geht sich aus, also auch das ist möglich, dass du einen Feuerstahl mit dazu nimmst. Wobei das bei dem Messer schwierig zu bedienen ist. Hier, ja, ist alles ganz rund. Da ist dann noch Acta non verba steht drauf. Also ich glaube, dass das ist Latein. Acta non verba heißt Acta, also machen, non, nicht, verba. Also wie ich am Anfang gesagt habe, verba sprechen. Ne? Also nicht, mach was und nicht nur reden. Es gibt keine Kante hier bei dem Messer, um den Feuerstahl zu bedienen. Das heißt, du müsstest dir hier dann ja irgendetwas Spezielles noch mitnehmen, an Stab oder so. Also das ist nicht möglich. Sei es drum,
wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Gut. Das war nämlich billige Eigenwerbung. Ich musste natürlich auch den Feuerstahlhalter bzw. auch unsere universalen Lampenhalterung für keine Gescheiten herzeigen. Das ist der Auftrag, ist mein Auftrag, aber egal. Zurück zum, zurück zum EDC-Messer. Dieses Teil habe ich mir ausgesucht, ja, dieses Z100, weil es extrem leicht ist. Sehr, 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 sehr leicht. Leider für die Deutschen nicht 42A konform. Mit einem Flipper, einen schönen Liner-Lock, G10 Griffschalen. Sehr leicht, sehr kompakt. Auch hier wiederum keine Stelle, die irgendwie unangenehm wäre. Dann hier hast du einen Deep Carry Pocket Clip. Das bedeutet, du kannst das Teil wirklich versteckt tragen. So. Und da schaut nichts mehr raus, nur dieses kleine Huppel hier. Also ist auch sehr, 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 sehr nett gemacht. Und alles in der Tschechischen Republik. Also das ist schon etwas. Ich meine, ich gebe dir unten den Link. Wir haben die Teile selbst nicht im Shop. Muss man sich überlegen, ob das eine Option ist. Der Preis ist natürlich im Vergleich zu chinesischen Messer deutlich höher. Das ist richtig. Aber dafür sagst du, okay, ich habe etwas tatsächlich aus der Europäischen Union. Ja? Das kann ja auch etwas wert sein, muss es natürlich nicht. Ich weiß jetzt schon, dass es den einen oder anderen gibt, der einen Kommentar schreiben wird, boah, die sind so teuer. Ja gut, aber das ist der Preis. Das ist einfach der Preis dafür, dass ich sage, okay, ist gemacht in der Europäischen Union. Das Teil hier beißt auch, aber du hast jetzt selber gesehen, doch nicht so fest und nicht so, ist doch nicht so ein Beißer. Das P300, das fasziniert mich. Das fasziniert mich wirklich. Wow, absolut, absolut genial. Aber wurscht, als Begleiter für die Stadt, super Sache. Gibt es überhaupt nichts. Ich habe jetzt noch gar nicht über die Stahlsorten gesprochen, das werde ich noch tun. Aber lass mich einfach noch über die Designs, bei den Designs noch einmal durchgehen. Das ist dieses M311, auch wieder mit diesen patentierten, Teilen hier, ich weiß nicht, das sind Gürtelschlaufen, ja? Haben sie wirklich sehr schön gemacht. Ich will mal einen Schnitztest machen. Also ich mag diese Fingermulden ja überhaupt nicht, aber bitte, ja. Ich konnte mir drei Messer aussuchen und ich habe das ausgesucht, weil es so schön ist. Ja, wirklich, weil es so schön ist. Aber was heißt drum, pass auf mal, dann schneiden wir mal nochmal. Das beißt auch, alter Fuchs. Also das beißt wirklich. Wie gesagt, ich bin kein Muldenfreund. Ist aber schön verarbeitet. Ist jetzt nicht gleich so, dass du den Finger aufschneidest. Da gibt es ja auch, aber das, bei dem Preis und auch bei dem, so wie sie sich präsentieren, ist das ganz klar. Alles schön verarbeitet. Hier ist ein bisschen mehr Chimping angebracht, was ja nicht unbedingt rein ist. Lieblingsteile sind. Ja, das Chimping spürt man schon, aber nicht, weil sie schlecht verarbeitet hätten, sondern weil sie eben gesagt haben, das soll man spüren. Ist aber auch eher ein bisschen militärmessermäßig. Du siehst, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Ich habe hier einen Swatch und dann ist wieder normal. Also ich glaube, dass das einfach so ein Feldkampfmesser ist. Habe ich jetzt gesagt? Ich weiß es natürlich nicht. Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig. Beißt auch, beißt wirklich. Beißt wirklich. Aber Hand aufs Herz. Also, sagen wir niemanden, also das P300, auch nicht 42A konform. Jetzt weiß ich auch, dass es viele deutsche Zuseher gibt, die das schon immer hören können. Ich sage es halt immer wieder dazu, wenn ich es nicht dazu sage, dann gibt es auch wieder 100 Kommentare, die schreiben, das ist nicht 42A konform. Also nein, aber auf der anderen Seite, ich denke mir das so, wenn ich in Deutschland Bushcraften gehe und in den Wald raus, ja, wenn es einen Waldurlaub geben würde in Deutschland, ja, das heißt so, dann könnte ich ja mein Messer verpackt im Rucksack dorthin bringen und dann rauspacken und dann arbeiten und dann stecke ich es wieder weg und gehe heim. Oder? Korrigiert es mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass das so ist. Dieses P300, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es etwas mit uns zwei werden könnte, aber ist ein anderes Thema. Ich werde alle drei Messer natürlich auch testen, das ist eh ganz klar. Ja. Ich werde alle drei Messer testen, aber eins bin ich da noch schuldig geblieben. Und zwar den Klingenstahl. Und die werden das sicher da drauf geschrieben haben. Übrigens sehr, sehr schöne Produktverpackungen. Made in Czech und so. Und alles ein bisschen so, wo das produziert wird. Da steht gar nicht drauf, was das für Klingenstahl ist. Muss ich nachschauen. Hups, peinlich. Also ich war jetzt auf der Webseite von ANW. Billige Eigenwerbung gibt da natürlich. Billige Eigenwerbung eigentlich nicht. Aber egal, ich gebe da auf jeden Fall den Link. Billige Eigenwerbung wäre das, wenn du den Hawk Raptor oder Stitch oder irgendein reine Rossmann-Messer checken willst. Aber schnell wieder zurück zum Thema. Ich gebe da den Link auf deren Webseite und dort steht, dass sie einen Sleipner, Udeholm Sleipner Stahl haben.
Ich habe mir am Anfang gedacht, vielleicht haben die tschechische Übersetzung nicht funktioniert, aber die haben wirklich auch eine deutsche Webseite. Sleipner. Kann mir irgendwer erklären, was Sleipner ist? Ich meine, was ich dir sagen kann, ist, dass das PP300 absolut abartig schnitzt und... Aber ob das jetzt gut auf Dauer ist, weiß ich nicht. Wir werden es testen. Wie gesagt, ich werde am Messerkanal, ich habe dich gewarnt, dass das passieren kann. Auf jeden Fall am Messerkanal, oben bei mir klicken, auch unterhalb vom Video, werde ich jedes einzelne Messer testen und auch einen Langzeittest machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier gut funktionieren wird. Aber Sleipner sagt mir überhaupt nichts. Vielleicht mag mich irgendjemand erleuchten, was das bedeutet. Gut, ich würde jetzt sagen, das war's. Super Produkte, großartig verarbeitet. Ich finde das total super, dass das alles made in Czech Republic ist. Super. Das P300, Pipifan wollte ich sagen. Entschuldige, es war kein falscher Versprecher. Das Messer ist wirklich großartig. Dann das Z100, das wird mich jetzt auch begleiten. Ich bin gespannt, wie lang diese Beschichtung, diese schwarze Beschichtung drauf bleibt. Aber das werden wir in einem anderen Video klären. Und eben M310. Da habe ich gelesen, dass es den in Elmag-Stahl gibt. Auch das soll angeblich extrem cool sein. Wir werden es rausfinden. Ja, das M310 Spelter. Da steht sogar drauf, halt, das tut mir jetzt leid. Also da steht sogar drauf, schau, wenn du da genau schaust, da steht sogar Elmex drauf. Also das hätte ich wissen können. Aber bei den anderen steht es nicht drauf, wirklich nicht. Ja, das könnte sein, dass das Messer wahrscheinlich auch sauteuer deswegen ist. Aber schau es dir an. Ich meine, schau dir die Konturen an. Allein dass der Griff, wie der aufgebaut ist, alles im Detail, das ist das, was ich sagen wollte. Das ist so detailverliebt, ohne jetzt, so wie ich das halt bei meinen Messern gern habe. Ja? Es hat ein Einsatzgebiet und wir tun da nicht lange herum und machen es schön und gut und fertig. Und das machen die auch, aber die setzen halt, ich muss es so sagen, es ist einfach so, reine Rossmann Bushcraft Beaver, Irbis, alles super Messer, stehe ich voll dahinter. Aber die sind halt funktional. Aber die tun halt schon ein bisschen herum, weil schau, allein da, Stonewashed mit zwei unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen und die geben dem Ganzen noch ein bisschen an, du weißt schon, was ich meine, nach. Ja. Aber das war's jetzt, bevor ich wirklich ins Schwärmen anfange. Wenn du einen Kommentar schreiben magst zu den ENV-Messer, ob du die vielleicht kennst, was du von Actanon Werber hältst, ob du der Meinung bist, dass ein Aufpreis für europäische Produkte gerechtfertigt ist, oder ob du sagst, Hauptsache billig hier mit raus, mal wurscht, was China T2, Kommentar, das wäre easy cool. Daumen nach oben oder nach unten. Rainer Rossmann-Messer natürlich auch checken, es ist billige Eigenwerbung und tschüss.